Session, die damals auf Englisch gehalten wurde, aber ich glaube, das kann ich mir heute einfach ersparen. The Onboarding Contribution im Generellen. Eigentlich ist es so eine Tagesveranstaltung. Ne? Das heißt, ich versuche jetzt einen kompletten Tag innerhalb von 45 Minuten, oder wir haben tatsächlich ein bisschen weniger Zeit, einfach reinzupressen. Ja? Einfach runterrotzen, was geht. Nee, klar, wir werden ein paar Sachen auslassen hier. Die Frage ist, was? Ne? Das heißt, ich würde gerne mal so ein bisschen Überblick über das Typo-3-Universum verschaffen. Wer weiß denn, was Ford Typo 3 ist? Bitte mal um Handzeichen. Okay, also die Hälfte weiß es nicht, dann sollte ich das mal erklären. Wer verwendet Git? Das sind so ziemlich alle quasi. Ne? Alex, du auch, oder? Du auch mit Git schon gearbeitet? Ja, nee. Okay. Gut, wenn es jetzt mehr gewesen wären, dann wäre ich nochmal auf Git eingegangen. Also Git als Versionskontrollsystem spielt natürlich eine essentielle Rolle. Wir haben aber natürlich eine ganz spezielle Variante davon. Ja, Ways to Contribute. Also es gibt so verschiedene Wege, um überhaupt zu contributen, also beizusteuern. Ihr wisst ja, Typo 3 ist ein Open Source Content Management System oder ein Open Source System. Das bedeutet auch, der Quellcode ist offen. Ja? Und das heißt aber auch, dass jeder mitwirken kann und auch jeder mitwirken darf und vielleicht auch muss, weil keine Software, kein System. Thema Mitwirkung. Alles klar, super. Im Content-Management-System wäre das jetzt eine CSS-Anpassung gewesen, ja? Also quasi der Margin hier hat nicht gepasst und der ist jetzt einfach nachjustiert worden in einem echten Real-Life-Beispiel. Ja, also wie könnt ihr contributen? Also die erste Art und Weise zu contributen ist nicht den kompletten Patch zu machen, der alles schon löst und der das fertig macht. Und ja, ihr könnt es ja vielleicht auch gar nichts besser wissen, wie man es machen könnte. Das kommt dann erst, wenn man viele, viele Jahre im Core unterwegs ist, dass man die Stellen identifiziert hat. Aber es geht schon los, indem man einfach einen Fehler beschreibt und den meldet, dass es diesen Fehler überhaupt gibt. Weil vielleicht wissen viele auch einfach gar nicht, dass es hier eine Fehlfunktionalität gibt, weil die vielleicht nicht so prominent ist oder weil es übersehen wurde oder weil es nicht als Fehler erkannt wurde. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, dass das überhaupt als Fehler klassifiziert werden kann. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, zu erklären, was passiert da. Also was ist das Verhalten, das eigentlich passieren sollte oder das eintreten sollte? Was passiert tatsächlich und was wird als Fehler klassifiziert? Und dann vielleicht noch mit Screenshots, Videos, was auch immer, anreichern, damit das für den, der es dann liest und der es bearbeitet, besser nachvollziehbar ist. Ja, dann gibt es noch mehr Wege zu contributen, also Spenden, eine eigene Extension zu entwickeln. Kurze Frage, wer hat schon mal eine eigene Extension gemacht oder arbeitet in einer Agentur, die eine eigene Extension gemacht hat? Ja, auch einige, sehr schön. Dann geht es natürlich nicht nur um Code, man könnte auch eine Extension oder den Typo 3 Core übersetzen. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Sprachen und Sprachunterstützungen für den Typo 3 Core und nicht alle sind up-to-date. Ja, also so die europäischen Sprachen, würde ich mal sagen, das funktioniert eigentlich ganz gut, aber eher abwegige Sprachen oder Sprachen, die jetzt nicht hier vertreten sind, ja, Russisch zum Beispiel, glaube ich, da könnte man schon noch ein bisschen nachjustieren. Also gab es mal, hat alles mal funktioniert, aber da gibt es noch Improvement-Bedarf. Ja, also much more, also Contribution ist alles, was man beisteuern kann. Auch die Veranstaltung von einem Event, wie zum Beispiel Barcamp, ja, ist auch Tritum und Davitec und die User Group Dresden, das ist auch eine Contribution letztendlich für Typo 3 und für dieses Ökosystem. Das Wichtigste ist eigentlich das, die Fehler beheben sich nicht alleine. Also wenn ihr einen Fehler findet, dann ärgert euch, ja, das zu Recht, weil das tut jeder. Aber wartet nicht ab, dass der irgendwie in der nächsten Version einfach weg ist, sondern werdet aktiv und schaut nach, ob es da schon einen Report gibt. Forge ist unser Tool, das werde ich später kurz zeigen. Ich muss immer ein bisschen auf die Zeit gucken, weil ich dazu tendiere, gern zu labern und dann vergehen Stunden und wir sind trotzdem nicht weiter. Also sagt mir gerne und signalisiert mir, wenn ich keine Zeit mehr habe. Fehler lösen sich nicht automatisch. Das ist eure Verantwortung und eure Aufgaben, wenn ihr so einen Fehler findet, das auch zu reporten. Ja, das gehört dazu. Das in einem neutralen Ton und zu beschreiben, wie ich es vorhin gesagt habe, weil nur die bekannten Bugs, die bekannten Fehler können eben auch behoben werden. Und das ist so die Bottomline. Community is about us, not they. Also wir alle sind die Community. Ihr seid, wie ihr hier sitzt, wir
wie wir hier sitzen und stehen, sind Teil dieser Community. Es ist nicht nur das Core-Team oder die von Typo 3. Vielleicht noch kurz ergänzen, was wir gerade merken, auch beim Form-Framework, da ganz viel im Slack bleibt, dass dort im Slack-Channel Fehler genannt werden, aber nicht im Forge landen und gar nicht scheut, auch was im Forge aufzumachen, wenn man sagt, das ist jetzt irgendwie nicht relevant. Da machen wir es halt wieder zu und sagen, sorry, das ist kein Fehler. Aber das Schlimmste ist halt, wenn Dinge in irgendwelchen Chats oder so bleiben und wir nicht, wir können nicht jeden Channel screenen, ne, wo jeder ein Problem hat. Deswegen würde ich sagen, einfach auch, macht ruhig ein Ticket auf, wir machen es auch wieder zu, wenn es halt Quatsch ist. Das stand doch auf Twitter. Ja. Hast du nicht gelesen? In der Kommunikation, ganz unten irgendwie, unter den Spaßfotos. Ja. Contribution heißt aber auch, dass man viel lernen kann, dass man viel verändern kann. Und man kann dann irgendwann, wenn man genug contributed hat, kann man dann auch zum Beispiel hier stehen bei einem Camp und kann über Contribution erzählen oder irgendein anderes Thema, was man sich dann ausgepickt hat. Form zum Beispiel. Ne? Also, wenn man 3 Jahre zurückgehen, dann hätte der Björn noch nicht dran gedacht, dass er irgendwann mal vorne steht und sich über Form austauscht mit anderen Menschen. Jetzt ist es aber so, dass der Björn da halt was dazu erzählen kann, weil es eben bei Tritum gemacht wird und gemacht wurde. Ja, generell, was man dann so braucht, ist eigentlich so eine lokale Entwicklungsumgebung, um Quellcode-mäßig zu Typo 3 zu contributen oder contributen zu können und eine Git-Installation. Also Git ist unser A- und O-Tool für die Versionskontrolle, kommt man nicht vorbei. Wie das lokal ausschaut mit Lambda-Stack oder ob ihr Docker-Container verwendet, bleibt letztendlich euch selber überlassen. Wir haben eine Docker-Box, die aber nicht wirklich eine hundertprozentige Akzeptanz anbietet. Vor allem Windows ist da so ein bisschen problematisch an der Stelle. Es gibt jetzt aber eine neue Initiative, die nennt sich Drud DDEV, ist eine US-amerikanische Unternehmung, die jetzt auch Typo 3 aufnehmen möchte oder aufnehmen wird. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Und wenn das funktioniert, ist das, glaube ich, ganz gut, weil dann haben wir auch eine offizielle Installation, die man dann verwenden könnte, um solche Sachen eben zu testen. Ich selber verwende eine lokale Installation, das heißt, ich habe auf meinem Mac nativ einen Apache-Server und PHP installiert, PHP 7.2, um eben bei der Entwicklung beteiligt sein zu können. Kurzer Blick auf das Universum. Ja, gibt es so diese Typo 3 Association, die Omoneso Typo 3 Inc., die Typo 3 Community und dann das Board von der Typo 3 Association. Auch da kann man mitwirken, weil die Typo 3 Association ein Verein ist. Das heißt, da gibt es gewählte Vertreter, wie in jedem Fußballverein auch, gibt es da halt einen Schatzmeister, da gibt es Schriftführer, da gibt es Vorstand. Also ist ja auch nicht anders. Aber mit der Spezialität, und hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, da hat Jörg Ems hat vorhin einen Vortrag zur Typo 3 GmbH gehalten. Es gibt seit Juni 2016 gibt es auch die Typo 3 GmbH, die letztendlich auch unterstützend auf dieses ganze Typo 3 Ökosystem einwirkt und dies und hier Services anbietet. Da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, so viel Zeit haben wir eigentlich nicht. Na, vielleicht kann Jörg den Vortrag auch nochmal wiederholen, dann am nächsten Tag, morgen beim Camp, wer es heute nicht mitbekommen hat, oder dann einfach ansprechen und uns fragen, wie ist es denn mit Typo 3 Association, mit der Typo 3 GmbH, wenn es bei den themenkomplexen Fragen geben sollte. Ja, also was kann man machen? Es gibt verschiedene Teams. Ich habe es mal aufgeteilt, so Content and Publications, Development und so Visualization. Marketing-Team, Design-Team, auch ganz, ganz wichtig. Ja, da haben wir auch einen Vertreter hier sitzen. Das Event-Komitee, das sich darum kümmert, dass Veranstaltungen wie die Developer Days oder die T3Con stattfindet. Content and Publication, der Martin saß vorhin hier mit hier drin. Documentation Team letztendlich, ist auch eine wichtige Thematik, dass Dokumentation zur Verfügung gestellt wird, weil ohne Dokumentation ist es, glaube ich, schwierig, irgendwo in ein neues Thema reinzukommen. Ja, wenn das nicht dokumentiert wird oder nicht nachvollziehbar ist, dann ja, müssen wir Quellcode lesen und beißen uns die Zähne aus. Also auch ein wichtiges Thema, eine aktualisierte und gut lesbare und gut verständliche Dokumentation. Und dann in der Mitte ist der Entwicklerbereich, also da haben wir das Core-Team, Security-Team, Usability-Team gibt es eigentlich nicht wirklich mehr, gab es früher mal, ist Teil des Core-Teams. Mal um Handzeichen, wer ist UX-Developer, also User Experience oder Designer? Niemand, schade, weil da hätten wir nämlich gerade einen sehr, sehr guten Bedarf, dass wir mehr
UX-Leute in das Team bekommen, die dann auch Aufgaben übernehmen oder die ihre Ideen dort umsetzen können. Also ist ein spannendes Betätigkeitsumfeld. Und dann gibt es noch das Server-Team, das auch so in die Entwicklung mit reinspielt, die letztendlich unsere Server zur Verfügung stellen oder unsere Server-Infrastruktur einfach warten, aktualisieren, damit wir arbeiten können. Und wir bekommen eigentlich nichts davon mit. Es funktioniert halt. Ja, aber das ist genau die Leistung, das ist die Contribution vom Server-Team, das zur Verfügung zu stellen und sicherzustellen, dass die Infrastruktur läuft und funktioniert. Ja, dann gibt es natürlich noch so diverse Events. Ich glaube, morgen fängt die Snowboard-Tour an. Ich weiß leider nicht wo, weil ich schon lange nicht mehr da war, aber es gibt in dem ganzen Typo3-Ökosystem auch noch so diverse Events. Wenn ihr das erste Mal bei einem Typo3-Camp oder Typo3-Barcamp seid, dann ja, dann sieht man sich vielleicht auch bei einem größeren Event, wie zum Beispiel den Typo3 Developer, der ist im Juni in Düsseldorf wieder. T3Con gibt es, glaube ich, in dem Jahr gar nicht, bin ich aber auch vielleicht falsch informiert, ist auch gut möglich. Die User Experience Week findet im Harz statt, da hat Joey, der vorhin hier saß, was dazu erzählt. Er hat so die Leitung für User Experience, also ist eine Woche letztendlich für Redakteure, für Look and Feel, für Verhaltensweisen in Typo3. Ja, Dinge zu planen, zu besprechen und zu ändern. Also geht es teilweise um banale Dinge, wie sind die Dialoge gestaltet. Es geht um, ja, wie sind die Wege, also wie oft muss ich klicken, um ein Ziel zu erreichen im Backend von Typo3. Solche Sachen werden da getan. Und dann ganz, ganz viele mehr User Groups und Events wie eben das Camp hier. Ganz, ganz viel. Slack ist letztendlich die Variante. Wer kennt Slack oder nutzt es vielleicht auch intern in der Kommunikation? Ja, es sind ganz viele. Also es gibt auch einen Typo3-Slack-Channel, wenn ihr da noch nicht drauf seid, gibt es auf forger.typo3.org oder ich glaube auch auf der Typo3.org-Seite gibt es einen Slack-Invite-Link. Slack ist einfach die einfachste Variante, um mit Leuten aus dem Typo3-Umfeld und auch mit dem Core-Team direkt in Kontakt treten zu können. Ja, das ist das A und O erstmal als Kommunikation. Die Möglichkeit, sich austauschen zu können, die Möglichkeit auch, Steff, hier bitte nicht rauchen, ne? Ja. Zu kommunizieren und seine Wünsche und seine Vorhaben oder auch seine Fehlermeldungen oder Feature-Requests einfach austauschen zu können. Ne? Ihr seid nicht alleine, sondern ihr habt die Möglichkeit, das über diese Kanäle, über Slack vorzugsweise, eben austauschen zu können. Ja, zentrale Kommunikationsplattform, wie gesagt, das sind Folien, die eigentlich so für einen Tag ausgelegt sind. Mailinglisten, das gibt es eigentlich nicht mehr wirklich. Also die gibt es schon noch, aber die werden kaum mehr genutzt. Das war früher war das noch mal weit verbreiteter. Wikipages verwenden wir noch, wikitypo3.org. Da gibt es zum Beispiel, ganz unten ist der Link zu Blueprints. Also wir hatten vorher die Session, und das waren vermutlich nicht alle hier in dem Raum gesessen, zu Content Elements und Content Element Generierung im Generellen. Und da kam die Frage nach strukturierten Content Elementen auf. Ja? Und da hat der Joey gesagt, da gibt es einen Blueprint dazu. Und der Begriff Blueprint ist letztendlich ja eine Blaupause, also ein Vorhaben, was man ändern möchte im Typo3 Core. Was ist das Problem? Was ist das Ziel, was ich mir ausgedacht habe? Und diese Beschreibungen, die übrigens jeder definieren kann, also seine Vorhaben dort einreichen kann, nennen sich Blueprints und die werden hier auf einer Wiki-Seite organisiert. Dokumentation, Translation, ja, gibt es einen eigenen Translation-Server. Das heißt, wer einer Sprache mächtig ist, die jetzt nicht so der Norm entspricht, dann gerne unter Translation-Typo3.org. Ich glaube, so im indischen Bereich, asiatischen Bereich haben wir da ganz, ganz großen Nachholbedarf, wenn das jemand zufällig kann. Ohne Witz, willkommen. Forge-Typo3.org, das ist unser zentrales Bug-Tracking-System. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Fehler aufmachen würdet, dann wäre Forge der richtige Ort dafür. So, jetzt gibt es hier irgendwie eine Meldung. Und ich setze mich dann mal hin und zeige einfach mal Forge. Git Repositories haben wir natürlich auch und Garrett, unser Review-System. Ja, ich habe noch 25 Minuten, das ist super. Also Forge zeige ich euch gleich. Und vielleicht zu den Git Repositories. Also wir haben nicht den klassischen Weg, dass wir gegen ein Git Repository pushen
und dann ist es dort vorhanden, sondern wir haben, und vielleicht habt ihr das bei euch in den Agenturen auch oder in eurer Arbeitsweise auch schon, dass ihr in den Review-Prozess mit integriert habt. Ja? Bitte mal ein Handzeichen, wer in der Agentur im Daily Business mit Review-Prozessen arbeitet, ja, sind trotzdem ein paar weniger. Bei uns ist es einfach ganz wichtig, im Typo-3-Umfeld, dass wir diesen Review-Prozess haben. Das heißt, dass andere Leute auch nochmal drauf gucken. Das heißt, die erste Person, der Contributor, schlägt eine Änderung vor und dann müssen zwei andere unabhängige Personen, eine Person davon aus dem Typo-3-Core-Team, wenn es um eine Änderung im Typo-3-Core geht, müssen diese Änderung absegnen. Das geht einfach darum, um zu vermeiden, dass neue Fehler integriert werden oder dass Konzepte missachtet werden, die im Typo-3-Umfeld halt vorhanden sind. Und es geht auch um Kompatibilitäten. Also zum Beispiel können wir nicht einfach Dinge wegschmeißen, die seit Jahren vorhanden waren, sondern wir müssen da ein bisschen darauf achten, dass wir das langsam tun. Das nennt sich Deprecation. Also anstatt eine Funktionalität wegzuschmeißen und rauszuwerfen, sagen wir, diese Funktionalität gibt es in der nächsten Version nicht mehr. Ja, dann gibt es einen Log-Eintrag, dann wird das weggeloggt als Deprecation und dann erst in der übernächsten Version können wir das wegschmeißen. Ja, dann können wir es komplett entfernen. Somit haben die Leute, die unsere APIs einsetzen, zumindest die Möglichkeit, da zu aktualisieren und laufen nicht in einen bösen, schweren Fehler, der halt passiert, wenn eine Funktionalität nicht mehr da ist, die aber PHP-seitig aufgerufen wird. Garrett ist unser Review-System. Also wird auch für die Android-Entwicklung zum Beispiel eingesetzt, hängt sich also dazwischen. Vielleicht zeigt man einfach diesen Review-Prozess mal. Also im Normalfall würde ich direkt zu einem Git-Repository hinpushen. Ja, das ist so der normale Weg. Wenn ich jetzt noch einen Review-Workflow mit einbeziehe, dann heißt es, ich push zwar trotzdem zu einem Git-Repository, aber nicht mehr in das Git-Repository, das dann sofort live ist, also das sofort eine Auswirkung hat auf alle Systeme, die davon pullen würden, sich die Informationen ziehen würden, sondern wir schieben die Informationen zu ReviewTypo3.org, auch wieder ein Git-Repository, und dann kommen die Reviewers ins Spiel. Und erst wenn hier die Reviewers diese Änderung freigegeben hat, dann ist es auch Bestandteil der nächsten Version für die einzelnen Branches und es muss abgesegnet werden. Das ist so die spannende Änderung an der Stelle. Hat so ein paar technische Eigenschaften, die das mit sich bringt, muss man konfigurieren und einrichten. Einmal, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist es auch wunderbar und gut. Ja, Software is always incomplete, also wir brauchen Verification, wir brauchen diesen Schritt unbedingt neben den Unit-Tests, die wir auch noch haben. Ja, also neben den Functional-Tests und Unit-Tests und Acceptance-Tests, dass wir noch manuell mal drüber gucken und ausprobieren, wie verhält sich das System nach der Änderung. Ja, ja, und letztendlich, das sind so die Voting-Schemes, also wir brauchen einen Team-Member aus dem Typo-3-Core. Muss sagen, verified, das heißt, die Funktionalität stimmt. Ja, das, was beschrieben wurde ursprünglich, ist auch tatsächlich behoben, der Fehler ist behoben und es wurden keine neuen Fehler dadurch eingeschleust. Und Code Review ist den Text lesen und in Kontext zu setzen. Also mal in der Entwicklungsumgebung aufmachen und nachschauen, gibt es da jetzt irgendwelche Fehler oder ist das vielleicht die falsche Stelle? Also ist es Duplicate Code, den man eingeschleust hat, weil es diese Funktionalität schon gab. Setzt aber natürlich voraus, dass man ein gewisses Verständnis hat. Das heißt, für Einsteiger ist, glaube ich, so dieses Verified ist relativ easy, weil man sich so eine Änderung runterlädt über dieses Review-System, ausprobiert und dann die Rückmeldung gibt, funktioniert oder funktioniert nicht. Ja, und das kann jeder tun. Das Gleiche geht auch über GitHub. Also man kann auch über GitHub in Pull-Request integrieren, aber nach wie vor ist Garrett eben unser zentrales Tool, über dem wir unsere Reviews abfrühstücken. Und auf GitHub ist es letztendlich nur in Mirror dann quasi. Also es wird gespiegelt, was wir in unserem eigenen Git-Repository haben. Was haben wir noch? Travis, AppWayer und Bamboo. Eigentlich ist das Wichtigste, Bamboo ist auf unserer eigenen Infrastruktur. Bamboo ist aus dem Atlassian-Stack entnommen, ist quasi das Testing-Framework oder die Testrunner, Continuous Integration, Continuous Deployment aus dem Atlassian-Stack. Das heißt, immer dann, wenn eine Änderung im Typo-3-Core gemacht wurde oder auch bevor das gemacht wird, also bevor jemand den Merge-Button klickt und bevor das jemand reviewt, laufen unzählige Testing-Agents, heißt es, also kleine Maschinen, Automatismen, über die Änderung drüber und
testen alle möglichen Szenarien durch, die wir halt definiert haben. Das sind, glaube ich, keine Ahnung, an die 10, 20, 30.000, ich weiß es nicht, wie viel Tests, wahrscheinlich in der Kombination noch mehr, weil das wird, alle Tests werden getestet auf MySQL, auf PostgreSQL, auf SQLite, hoffentlich bald mal. Und es gäbe auch Tests für den Microsoft SQL Server, also unterschiedliche Entwicklungsumgebungen. Das läuft dann automatisch durch. Ja, und Forger gibt noch ein bisschen mehr. So, wie viel Zeit haben wir noch? Genau, 20 Minuten. Typo 3 CMS Releases. Ja, da so eine Schaugrafik ist eigentlich ganz gut. Also wir sind momentan in der Entwicklungsphase von Typo 3 Version 9. Und wir haben das erste Sprint-Release haben wir hinter uns. Das war die 9.0-Version gewesen, die ist im Dezember veröffentlicht worden. Und ein Sprint-Release heißt, wir setzen uns immer ein Ziel oder einige wenige Ziele, die wir mit diesem Release erreichen wollen. Das nächste Release ist am nächsten Dienstag. Da wird ein Redirects-Modul ist da integriert. Ja, das war so eines der Hauptziele, das dort integriert werden sollte. Und somit haben wir iterative Schritte, so alle 6 Wochen, alle 8 Wochen und dann gibt es immer ein neues Sprint-Release. Und ganz am Ende von so einem Release-Zyklus steht dann die finale Version, also die neuen LTS, ja, da wo wir dann alle Release-Partys feiern können und uns so ein paar Bierchen ins Gesicht stellen, ne, und dann zelebrieren. Dann gibt es die neue Version. Das wird im Oktober, November in diesem Jahr passieren. Ich glaube, da gibt es schon ein Datum dafür, das mir leider entfallen ist. Aber passiert in dem Jahr. Da gibt es die Version 9. Ja. Und danach geht es dann weiter mit einzelnen Bugfix-Releases. Das heißt, wahrscheinlich ist es die 9.5.0, ist dann die finale Version für das LTS-Release. Und dann gibt es die 9.5.1, 9.5.2, weil vermutlich wir auch ein paar Bugs vielleicht eingebaut haben. Ja. Also könnte passieren. Könnte ich mir vorstellen, dass das so passiert. Ja, wir verwenden bei der Entwicklung den PSR2-Standard, das ist ein PHP-Standard. PSR steht für Standards and Recommendations, also eine Gruppe letztendlich, wenn ihr das noch nicht gehört habt, die sich darum kümmert, wie sollte man in PHP implementieren, welche Design-Patterns gibt und eben auch so Code-Formatierungen, Coding-Styles. Es ist einfach wichtig, dass wir einheitlichen Standards folgen, dass nicht jeder irgendwie, ich mag aber die geschweiften Klammern da, nee, ich mag mit Tabs eindrucken und nicht mit Spaces. Damit wir diese Diskussion nicht führen müssen, sagen wir einfach, wir haben Coding Guidelines, nämlich das, was sich in der Welt so etabliert hat, das verwenden wir auch noch. Und dann gibt es bei den Commit Messages, haben wir eigentlich ja, 3 oder 4 Formate. Also wir haben vor jeder Commit Message, vor jedem Titel, was ist da passiert? Beispiel, ich habe die Hintergrundfarbe in Rot geändert. Schreiben wir immer noch davor, ist es ein Feature, ist es ein Bugfix oder ist es ein Task? Also Feature, ich füge neue Funktionalität hinzu, die es vorher noch nicht gab. Ein Bugfix behebt irgendeinen Fehler, klar, ist ein Bugfix. Und Task ist so alles, was man nicht wirklich genau definieren kann. Das kann auch Aufräumarbeit sein, das kann Dokumentation sein, das können irgendwelche Tests sein, das sind so üblicherweise Tasks. Ja, und wenn Security davor steht, dann könnt ihr euch, glaube ich, selber denken, was da passiert. Dann gehen die Alarmglocken los und die Upgrades werden durchgeführt. Jo. Und dann gibt es immer Changelogs dann am Ende jedes Releases. Also nächsten Dienstag gibt es wieder ein neues Changelog, wo drin steht, was haben wir alles gemacht. Einfach damit ihr nachvollziehen könnt, wie wichtig ist das jetzt. Ja, also sind da neue Features dabei oder halt bei den Minor Releases, auf was muss ich denn achten beim Upgraden? Ja, wie viele Bugfixes waren das? Wenn da so 3 Ausrufezeichen, habe ich jetzt hier leider vergessen, wenn 3 Ausrufezeichen in der Commit Message oder in diesem Changelog davor stehen, dann heißt es Important Change, da könnte irgendwas kaputt gehen. Ja, da muss man dann ein bisschen aufpassen. Ja, hands-on. Jetzt ist leider die ursprüngliche Frage war ja vorhin, glaube ich, der F-Comment-View-Helper, ja, wo ich dann auf die Bühne gehechtet bin und habe gedacht, hey, das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, um hier mich hinzusetzen und ein bisschen zu labern. Jetzt ist der Bug-Reporter, der Live-Bug-Reporter leider nicht da. Habt ihr denn was man jetzt mal reporten könnte? Also ich würde für euch den Bug-Report schreiben auf Forge. Ja, fällt Björn, du lachst so. Hast du was? Nee. Nein? Es gibt keine Fehler. Okay. Also, ich hab da ein bisschen geguckt und gesucht. Also das hier ist Forge, Forge Typo 3 Org. Was ihr dazu braucht, ist einen Benutzer-Account. Wenn ihr den noch nicht habt, dann bekommt ihr dann
kostenlos und for free. Wer hätte es gedacht? Könnt ihr euch einfach anmelden, registrieren mit eurer E-Mail-Adresse, Passwort. Und dann gibt es hier auf Forge gibt's das Core-Projekt. So, und dann gibt es hier Core-Overview. Und dann stehen hier so ein paar Informationen. Dann sieht man, wer ist da mit dabei, wer hat schon mal contributed. Und da steht so das Core-Team aktuell. Und das Wichtigste ist eigentlich der Issue-Tracker. So, und in dem Issue-Tracker kann man ganz, ganz viele Sachen suchen. Und bei einem Redmine ist es vielleicht ein bisschen schwierig, da an die richtige Stelle zu finden. Ja, und das dauert auch ein bisschen. Und deswegen haben wir hier noch ein Tool mit dazu, das nennt sich Forger. Also da ist dann noch ein R mit am Ende. Und da sieht man dann so Metriken, also wie gut oder wie schlecht sind wir quasi. Da gibt es so verschiedene Charts. Die Charts hier unten zeigen zum Beispiel eigentlich ganz gut, wann Code Sprints waren. Ne? Da ist so, wenn irgendwas gemerged wurde oder neu aufgegangen ist und immer wenn so Spitzen drin sind, dann könnt ihr davon ausgehen, da waren irgendwie Typo 3 Entwickler wieder nächtelang zusammengesessen und dann sieht man diese Peaks. Ich muss jetzt mal gucken, da haben wir so einen Spitzberg mit dazu. So, da haben wir quasi an einem Tag hat man da 59 Merges. Genau, das Grüne sind die Merges, also ist eigentlich ganz gut, ne? So fast 60 Merges von, sagen wir mal, 10 Entwicklern oder 15 Entwicklern. Wenn man mal davon ausgeht, dass man an so einem Bugfix oder an einem Feature jetzt schon mehr als 5 Minuten sitzt, manchmal sogar Stunden, weil man sich das Konzept nochmal vor Augen führen muss, diese Sachen kann man hier in Forge auslesen. So, jetzt suchen wir mal nach Form zum Beispiel, ne? Form Wizard. Ja, die Suche hier ist relativ flüssig und schnell. Das liegt daran, dass da so ein schönes Elasticsearch im Hintergrund liegt. Und ich sehe hier einfach eine komfortablere Übersicht, als ich das im Redmine, im Forge eben habe. So, sag mal. Was hier? Der hier. Add helps text to form wizard. Added by Björn Jakob. About 1 year ago. Updated 5 months ago. Ja, also. Das ist ein Must-Have, liegt seit einem Jahr rum. Das, ich meine das ohne Wertung, sondern eher, ich versuche mich an einer Entschuldigung, weil es eben passieren kann, dass wenn sowas reported wird, das dann halt auch liegen bleibt. Also die Gefahr gibt es leider auch. Wir versuchen immer wieder durch den Bug-Tracker zu gehen. Also wir haben einen bei uns im Core-Team, das ist der Riccardo De Contardi, Italiener, und sehr dankbar, dass wir ihn haben, der immer wieder durch Forge durchgeht und schaut, was kam denn da Neues rein, also quasi Bug-Triage betreibt und versucht, das einzuordnen in verschiedene Kategorien oder die Personen direkt anzusprechen. Das heißt, wenn es irgendwo um Data-Händler geht oder um Form, ja, dann bekommt der Björn oder ich bekommen da irgendwelche Nachrichten über Slack. Wir sollen doch da mal drauf gucken und das zumindest grob einklassifizieren. Was macht man damit oder was wäre eine Lösungsmöglichkeit, eine Strategie? So, und da sagst du, da gibt es einen Patch dazu. Schade. So, ist alles new. Ich kann doch hier auch suchen. Under Review. So, also, zeig mir doch mal bitte alle Formsachen an, die auch einen Review haben. Index Search, nee, das wollen wir nicht. Form View Helpers Attribute Error Class Not Working, X Form Exception when previewing a form in the backend. Sagt ihr das was? Sollen wir den aufmachen oder lieber nicht? Ich dachte, der wäre gefixt. Ja? Ansonsten habe ich auch noch einen. So. Also da haben wir auch wieder, was wichtig ist eben bei so einer Fehlerbeschreibung, wenn man das einreicht. Wir können das ja nebenher nochmal machen. Da gibt es hier New Issue. Also Subject unglaublich wichtig, ne? Weil so arbeiten halt Entwickler oder so arbeiten dann, wer auch immer sich das anguckt. Ja? Ich möchte eine schnelle Übersicht haben, also ich möchte hier drüber fliegen können. Ja? Ach so, okay. Also das Ticket wurde erstellt, das war jetzt kein... Ich habe was angelegt, ja. Ich weiß nicht mehr, welche Felder da unten sonst kommen. Ich glaube, ich habe es direkt versucht, also ich habe da auch bei Hinzufügen und Kategorie versucht, das auszuwählen, was ich logisch fand. Das wurde direkt wieder zurückgestellt. Dann dachte ich, oh, ich habe was falsch gemacht.
So, also ich mache jetzt mal ein Beispiel für einen negativen Bug-Report. Also ich habe hier Bug, it does not work. Am besten noch so hier, in Großbuchstaben irgendwie. Also worauf man hier achten sollte, ist einerseits eine schöne Beschreibung, die nachvollziehbar ist. Also quasi, what? Was funktioniert nicht? Ne? Was ist so die Klassifizierung, was ist so die Fehlermeldung? Dann hier an der Stelle könnte man noch integrieren, quasi Problem, Expectation, so die Erwartung, was sollte eigentlich passieren? Vielleicht noch einen Screenshot, das wäre auch ziemlich cool. Wenn man mag, ein Video noch mit dazu und halt Code, TypeScript, TypoScript natürlich. Eben. Weißt du noch, was das war, wie das Ticket hieß oder worum es... Ja, oder warte noch eine Minute, dann sage ich hier, was man da noch auswählen kann und dann schauen wir uns gern die Ticket-ID an. Also dann kann man hier, glaube ich, den Status, das ist nicht für alle möglich, den auszuwählen. Ja, eine Priority könnte man auswählen, kann man aber auch einfach mal so lassen. Also da kann man jetzt sagen, das ist Must-Have, aber das ist auch eine subjektive Empfindung. Eigentlich reicht es ja schon, wenn man sagt, was ist kaputt, das anständig beschreibt und wenn es geht, das grob einzukategorisieren. Also ist das eher eine Caching-Geschichte, geht es um Content-Rendering im Frontend oder hat es was mit XBS zu tun? Ne? Also wenn das geht... Kategorie ist auch nicht da? Kann sein, dass es geändert hat. Echt? Okay. Okay, also du hast die Kategorien noch gesehen. Okay, gut, dann gehen wir davon aus, dass die noch da sind. Wenn ihr die nicht seht oder das nicht auswählen könnt, dann lasst es einfach leer. Das ist dann so eine Aufgabe, die der Ricardo übernimmt. Also versucht das zu klassifizieren, beziehungsweise auch, weil sie auch die unterschiedlichen Teams versuchen, das dann einzuordnen und zu verstehen und nachzustellen. Ja. Target Version ist eher schwierig, wenn ihr das einstellen könnt, damit würdet ihr quasi sowas sagen, das soll, also wenn man das jetzt auf 9.1 stellt, dann heißt es, und deswegen wahrscheinlich stößt es auf Ablehnung, ja, das muss bis nächsten Dienstag fertig sein, weil nämlich die 9.1 nächsten Dienstag veröffentlicht wird. Also das hier, für welche Version ist es gedacht, eher leer lassen, aber in welcher Version ist es aufgetreten, wenn ich da auch will, ist es in der 7er Version aufgetreten, dann wissen wir, dass es auch in der 7er Version zu beheben ist. Ja, also nicht erst was in der 8 neu auftritt, sondern das ist auch in der 7er Version zu beheben. Was ja auch letztendlich eine LTS, eine Long-Term Support Version ist. Also muss man da auch drüber nachdenken, wie wir das da integrieren. Weil wir da irgendwann mal aufgehört haben mit den Minor Versions. Also es ist quasi bis 6.2 war das noch 6.0, 6.1, 6.2. Und dann so ab der 7er Version ist es einfach nur, wir haben zwar diese Sprint Releases, ja, aber dann war es mit der 7.6. Was dann die Version, das ist 7 LTS, ja, und genauso für 8 und 9, das ist die 8er Version oder die 9er Version, das ist einfach nur, wir reden anders über diese Versionen seit der Version 7. Ja, PHP-Version und so weiter kann man ausfüllen, Complexity, wenn man es weiß, ansonsten eher freilassen, also wenn man irgendwie was reinschreibt mit Data Handler und Sprachen und 15 Sprachfallbacks im Workspace, in der Baumstruktur, im Flexform, also so das Bekloppteste, was man sich vorstellen kann, und stellt dann hier No-Brainer ein, dann ist es eher unrealistisch. Also kann man auch gerne freilassen. Was man auf keinen Fall machen sollte, wo kann ich das auswählen? Ich kann das jemandem zuweisen. Also ja, kann man machen, aber man muss auch damit rechnen, dass dann, es ist ja so ähnlich, wie wenn ich dann quasi zu dir hingehe und sage, du machst das jetzt, ne? Bis nächsten Dienstag. Also für die 9.1. Ja. Also wünschenswert wäre, dass wenn man auf Slack ist, dann die Leute mal kurz anspricht und sagt, du, ich habe hier noch einen Bug-Report gemacht, kann ich dich da assignen oder kannst du dich da selber zuweisen? Wahrscheinlich wird es auf das Gleiche hinauslaufen, aber es ist halt einfach die Art und Weise, wie man kommuniziert. Ja? Ob man irgendwie was aufgedrückt bekommt oder ob man sich mehr oder weniger freiwillig dann noch dazu entscheiden kann, dass, ah, komm, ich mach's mal, ich schaue mir das mal an. Ja? So, jetzt bin ich gespannt auf eine Bugnummer. 67033. 67?
033. Ja, also Watcher, das heißt quasi, wenn ich diese Watcher auswähle bei einem neuen Ticket, dann heißt es, dass jede Kommunikation, die das Update an so einem Ticket, an so einer Meldung, zu einer massenhaften E-Mail-Flut führt. Ja, ich bekomme gerade signalisiert, ich habe noch 5 Minuten und vielleicht sollen wir mal irgendwas pushen oder reviewen. Das wäre auch ganz gut. Jetzt schauen wir nochmal hier rein. Kannst du kurz was dazu sagen oder was? Das ist ein Problem, das halt diese Pfade, die aufgemessen wurden, also die Pfade, die man in der TypeScript konfigurieren kann, wo die Templates liegen, die Toolpath und in dieser Klasse, die da genannt ist, im Standalone View, wurden halt die Pfade einfach nur so da reingenommen als Plaintext und diese Ex-Doppelpunkt kurzschreibweise der Extension wurde nie aufgelöst. Aha. Das habe ich halt versucht kurz zu beschreiben und darunter wurde sich dann erstmal über mehrere Monate darüber ausgelassen, dass das ja eigentlich kein Fehler ist und dass man das eben nachvollziehen könnte. Wenn man sich den Text durchgelesen hätte, käme man relativ schnell an die Stelle, weil die Methoden und Klassennamen sind halt dort genannt, kann das relativ einfach fixen, könnte den Commit machen, fertig. Und wenn ich schon ein Problem habe, das ist generell, das haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, ist halt die Infrastruktur, die die 3-Community hier in Anführungszeichen gewählt hat, oder sagen wir, die ausgewählt wurde, passt halt eigentlich nie zu dem Open Source Contribution Workflow, den es in allen anderen Projekten gibt, weil Hintergrund wäre jetzt gewesen, das wäre ein Bug gewesen, den ich auch hätte fixen können. Wäre schon also mit meinem GitHub-Account, den ich mir nur noch anlegen muss, wie hier, weil ich ihn schon habe. Einfach hätte ich mir das Git ausgecheckt, was ich hier nicht kann, hätte einen Brand erstellt, hätte einen Pull-Request gemacht, hätte eine Beschreibung dazu gemacht, hätte einen Bug erstellt, den verlinkt und dann hätte jemand sagen können, wirklich oder wirklich nie, hätte von mir aus noch 5 Leute reviewen können. Das alles kann ich halt hier nicht machen, ich kann es hier nur reinpinnen und sagen, ich hoffe, dass es jemand ist, der damit was anfangen kann. Das ist halt hier über Monate passiert. Warum kannst du das nicht machen? Warum kannst du das nicht machen? Das Git auschecken? Hier kann ich das nicht. Ihr habt halt mindestens 3 oder 4 verschiedene Software-Sachen, wo ich mir irgendwas machen muss. Im GitHub ist halt alles zentral. Die Issues sind zentral, das Wiki ist zentral. Ich kann meine Pull-Requests da reinschieben. Das kann ich hier alles nicht. Hier habe ich nur ein Redmine, was auch noch beschissen zu benutzen ist, wie wir gerade schon festgestellt haben. Also, wenn ich jemandem, mal ganz ehrlich, wenn ich jemandem eine Viertelstunde erklären muss, wie eine Maske bedient, um ein Issue zu posten, dann wird es im Zweifel entweder falsch machen oder gar nicht tun. Also jetzt sind wir wieder beim Thema Usability. Ja. Also, ich meine, ihr verwendet ja selber eine andere Software, weil ihr die scheiße findet. Aber alle Leute, die die Software benutzen müssen, um einen Bug zu posten, müssen halt damit leben, dass die Software scheiße ist. Also nur mal so ein Beispiel. Du hast dich vorhin selber als Mecker, Micha, bezeichnet. Jetzt kann ich das ein bisschen, kann ich es nachvollziehen. Ja. Ja, also das sind Themen, über die kann man diskutieren, was ist gut, was ist nicht gut und muss aber natürlich dann auch noch berücksichtigen, wer kümmert sich am Ende drum. Also man kann natürlich Wünsche aufstellen, aber irgendjemanden tötet man diese Arbeit auf. Hier ist es halt das Server-Team, das das maintaint und ich persönlich bin dankbar, dass ich das nicht maintainen muss und dass das halt über das Server-Team läuft, aber wahrscheinlich wäre das hier eine Diskussion, die man anregen könnte. Also es gibt auch die Diskussionen, dass man das nach GitHub verlagern möchte, aber es ist eben halt auch ein Prozess, bis man an der Stelle angekommen ist. So, aber den ersten Schritt hast du ja schon gemacht, das heißt, du hast ein Issue angelegt, hast das beschrieben, du hättest aber eben auch, weil der Quellcode ist ja auch vorhanden, der liegt halt nicht auf GitHub, sondern der liegt auf git-typo3.org, das ist aber der gleiche Source Code, weil es ja ein Git Repository ist, das einfach gemirrt wird, das heißt, das ist 1:1 die gleiche Information, die dort integriert wird, also auf Git gibt es dann quasi das Package typo3.cms, das ist nichts anderes als auch auf GitHub liegt, so, und daran hättest du arbeiten können. So, und das zeige ich vielleicht kurz, wie das funktioniert. Das heißt, ich habe hier lokal, habe ich einen, könnt ihr das lesen oder soll ich das? Ach, das geht, ja, okay. So, also ich pushe nicht, da gibt es jetzt noch ein paar andere Sachen, ich pushe nicht, wo haben wir hier Origin? Das hier unten ist es letztendlich, ich pushe nicht gegen das GitHub oder gegen git-typo3.org, sondern eben gegen review-typo3.org. Ich stimme dir zu, dass das ein anderer Weg ist als der normale GitHub-Workflow, aber auch diese Tools sind beschrieben. Zum Beispiel gibt es den Git-Contribution-Workflow für typo3.
da steht drin, Setting up the Git Environment, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, das ist eine andere Diskussion, aber letztendlich, das ist hier dokumentiert und wenn man die Steps einfach mal durchgeht, von oben nach unten, also in Git cloned, Composer installiert, sein Git Config macht, das musst du bei GitHub auch machen, das sind noch die Basic-Sachen. Spannend wird es dann hier, da sage ich, das kopiere ich einmal in meine Git-Konfiguration rein und dann ist das auch erledigt, für immer, wenn ich was für Typo 3 machen möchte. Also die Kritik ist ja auch nie, dass der Workflow nie so funktioniert, also es geht nicht darum, dass es nie was ist, was nie funktioniert, sondern es geht einfach darum, dass man halt einen Haufen Aufwand damit hat, weil man sich halt einlesen muss, weil man Sachen konfigurieren muss. Ich habe da eine Shit-Texte. Ja, aber das ist wie gesagt, ist eine andere Diskussion. Ich nehme das gerne mit und das wäre was quasi für den Dev-Kummerkasten. Ne? Das wäre genau die richtige, das ist schon die Onboarding-Session hier, oder? Ja, der Kummerkasten ist, glaube ich, danach. Ne? Also da könnte man solche Sachen dann einbringen, aber ich kann dir halt auch nicht jetzt an der Stelle sagen, okay, ändern wir und haben wir aufgenommen, sondern ich kann es einfach nur mitnehmen und wieder zur Diskussion stellen. Ne? Und dann gehen wir damit um an, ja. Ja. Das wollte ich gerade zeigen und das möchte ich so die nächsten 3 Minuten noch tun, zumindest ist es keine große Sache. Also angenommen, ich habe hier eine Änderung, jetzt ist es halt leider keine PHP-Änderung, dass wir irgendwie tiefer eingetaucht sind und Tests ausgeführt haben, sondern was ich hier mache, ist, ich füge eine neue Zeile quasi hinzu und das nächste, was ich mache, ist, das zu committen. Das kann ich auch in einer grafischen Oberfläche machen. Ich mache es aber hier einfach mal in der Konsole und dann ist das hier sowas wie Adding, also eine schöne Description, die jetzt nicht so schön wird bei mir, weil ich das versuche so hinzubekommen. Adding new line in file. Some description here. Why are we doing this? Und so weiter. Und dann geht es im Endeffekt und das ist bei GitHub würdest du halt eine Issue-Nummer vielleicht da reinschreiben. Ja? Bei uns ist es Resolves. Das heißt, was hier an der Stelle kopiert wird, ist, ich nehme einfach mal hier ext-form. Ja? Ja, das steht dann drin. So, da kommt die Issue-Nummer rein aus Forge, die kopiere ich einfach da rein. Dann, wenn ich es weiß, schreibe ich nicht nochmal Resolves, sondern Releases. Wenn man das weiß, also für welche Versionen würde ich das vorsehen, Master ist eigentlich immer der Fall, die aktuelle Entwicklerversion, dann in der 8.7 tritt der Bug auf, also schreibe ich zumindest 8.7 rein, so, dann habe ich noch einen sogenannten Git-Hook installiert, auch das ist anders zum GitHub-Workflow, das heißt, ich muss mir einen sogenannten Hook noch mit einrichten und den einmal installieren, den gibt es bestimmt auch hier, genau, install your pre-commit-Hook. Das Kommando führe ich einmal aus, ja, in meinem Repository mit den Typo 3 Daten und dann habe ich das konfiguriert. So, und alles weitere ist dann, auch das ist unterschiedlich zu GitHub, Git push, oder schauen wir uns den Commit einfach mal an, also hier ist das, was wir geschrieben haben und dieser Commit-Hook führt dazu, dass hier diese Change-ID integriert wird. Diese Change-ID ist wichtig für das Review-System, um einfach Änderungen eindeutig zuordnen zu können. Das macht dieser Hook automatisch. So, Git push origin hand.
bisher alles safe, wie auch bei GitHub, auch wenn man es in der Kommandozeile ausführen würde. Und jetzt haben wir halt nicht Master oder Develop oder irgendeinen Feature Branch, sondern wir haben halt Refs, Publish, Master. Das heißt quasi, ich möchte einen neuen Change einreichen für den Master Branch, der aber noch gereviewt werden muss. Das heißt, was hier dazu kommt, ist dieses Ref/Publish. Das, wenn man, keine Ahnung, 5-mal gemacht hat oder sich abgespeichert hat, zum Beispiel hat auch Tower verwende ich als Entwicklungsumgebung. Lass mal einfach mal die Geschichte. Dann gibt es hier in Garrett Push. Ja? Und das unterstützt mich schon. Vielleicht geht es für SourceTree und andere Oberflächen auch, aber letztendlich pushen wir das jetzt einfach mal. Ja, jetzt muss ich meinen RSH-Schlüssel eingeben, weil ich meinen Rechner neu gestartet habe. Dann wird es auf ReviewTypo3.org verschoben und wenn ich dorthin gucke, so, dann habe ich hier meine Änderung. Also ReviewTypo3.org ist unser Review-System. Und jetzt bin ich mal jemand anders, jetzt bin ich der Björn zum Beispiel, der nicht mit hier gesessen war und das nicht mitbekommen hat. Und der schaut sich das jetzt an und sagt so, adding new line in file, some description here, okay. Vielleicht ist das nicht ausreichend oder nicht aussagekräftig genug. Dann würde der Björn hier auf die Issue-Nummer gehen. Die gibt es nicht. Alles klar, also jetzt würde er mir spätestens diesen Commit um die Ohren hauen oder freundlich nachfragen. Ja, vielen Dank, Frank. Vermutlich schaut da jemand gerade auch zu. Das wäre das korrekte Verhalten, also das dann nach unten zu voten, weil es halt nicht vollständig ist. Aber wenn ich das gut gemacht hätte, dann würde mir hier jemand aus dem Core-Team oder halt auch aus der Community darauf anspringen, würde das testen, würde das durchlesen. Es gibt hier dann die Diff-Ansicht, die kann man auch umschalten. Auch da stimme ich dir zu, das ist anders als bei GitHub. Ja, GitHub hat ja ein anderes User-Interface. Kann ich alles komplett nachvollziehen, aber man sieht hier auch den Change und würde den Change quasi reviewen. Wenn ich das dann noch getestet hätte, also eine Dokumentation zu testen ist ein bisschen sinnfrei, aber angenommen, das wäre getestet worden, dann gehe ich her und sage hier +1 und verified, also funktioniert alles und irgendwann kann ich das dann mergen. So, also ich bekomme hier lauter -2. -2 ist so das Schlimmste, was man vergeben darf. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt, was hier... So nicht. Don't do it. Ja. One comment. Ja. Double A. Okay, alles klar. So nicht. Auch auf Deutsch. Da wäre natürlich toll, weil wir eine internationale Community sind, das nur auf Englisch zu verfassen. Es ist nicht gewährleistet, dass das jeder versteht. Mathis hat auch noch irgendwas gemacht. Alles klar. Also es ist ein schönes Ticket. Vielen Dank. Wenn es sonst so schnell gehen würde, wäre es wirklich toll. Ich kann das jetzt auch abandoned und sage, das wird make sense. Ja, letztendlich, das ist so der Weg und der ist gar nicht so sehr viel anders wie, ich lade das einfach immer ein bisschen neu, hat einen schönen Unterhaltungscharakter, glaube ich. Es ist gar nicht so sehr viel anders zum ursprünglichen GitHub-Workflow. Also es ist was anderes, ja, stimme ich dir zu. Wie Anja gesagt hat, haben wir diesen Connector von GitHub eben wieder auf dieses Repository. Und momentan ist es halt so, dass wir diese Technologie verwenden. Ja, aber auch das ist eine Diskussion, die wir dann halt führen müssen, auch mit dem Server-Team und mit anderen Beteiligten, die da mit dabei sind. Wie können wir das verbessern in der Zukunft? Ja. Und wenn wir das einfach jetzt entscheiden, wenn ich hier sage, ja, wir gehen auf GitHub, dann führe ich wieder andere Diskussionen. Somit müssen wir da alle mit ins Boot holen. Das ist halt in der Community so, dass man sich dann auch diesen Diskussionen stellen muss. Ja? Und es dauert ein bisschen länger. Ja. Aber letztendlich heißt das nicht, dass wir uns dagegen verwehren, auch diesen Prozess zu überdenken und eben das auf GitHub anzubieten. Ja. So, meine Zeit ist hoffnungslos überzogen. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen einen Einblick gewähren in Contribution. Auch GitHub gibt es die Möglichkeit, auch für Dokumente oder Dokumentationen, die dort direkt inline zu modifizieren, auf GitHub die Möglichkeit gibt es. Die Zeit ist wahrscheinlich viel zu kurz gewesen hier. Wenn ihr Fragen habt, dann löchert mich und fragt nach und sprecht mit allen möglichen Leuten. Anja. So, also hier gibt es den Typo3 CMS-Channel. So, und dann kommen hier oben meine ganz geheimen Channel kommen noch mit dazu.
Ja, Susi Moog, Mathis Schreiber, na, DT-Bursal GmbH. Und dann gibt es hier den CMS Core Dev Channel. Ja, auch ein Security Channel bin ich da auch mit dabei, die zeige ich jetzt nicht. Aber der DT-Bursal CMS Core Dev Channel wäre letztendlich der Anlaufpunkt, wenn es um Kernentwicklung geht oder wenn es um Fragen zur Contribution im Typo 3 Core geht. Ja. Okay, super. Damit habt ihr jetzt 5 Minuten Pause. Fragen jederzeit. Ja, also ist ein bisschen länger dran.